Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri und spiele heute für euch das Browser-Game Knastvögel. Das habe ich übrigens auf Fettspielen gefunden und wenn ihr das auch mal ausprobieren möchtet, dann müsst ihr einfach hier unten links auf den Spielstarten-Button drücken. So, ich habe jetzt einen Häftling erstellt, mich registriert, hier oben seht ihr ihn. Ich habe ihn Knastvogel XY getauft und eingebuchtet. Er befindet sich übrigens in dem weltberühmten Gefängnis Alcatraz und ist jetzt hier auf dem Hof vom Gefängnis. Ja, und hier klicke ich jetzt einfach mal drauf, da steht was mit Missionen, also gucke ich mal, was mich da jetzt so erwartet. Und jetzt soll ich hier meine erste Mission starten, das mache ich doch mal. Hier werde ich auch schon vom Wärter begrüßt. Und also hier stinkt es und ist feucht. Das ist ja super. Also das ist nicht nur umsonst der weltberühmte Knast der Welt. Ja. Also es stinkt, ist eklig und ja. Dieses Loch ist gegen das Gesetz. Oh, das muss aber echt... Ja, so stelle ich mir das im Knast übrigens vor, so richtig dreckig und ach, ich weiß nicht. Also ich war ja noch nie im Gefängnis, deswegen kann ich das nicht so beurteilen. Aber das könnte schon so sein, weil so als Normale hat man ja eigentlich nie die Möglichkeit, in sowas reinzugucken, außer wenn man halt selbst im Gefängnis sitzt. Ja, und hier bekommt man mal so einen kleinen Einblick. Also die Grundidee gefällt mir schon mal. Und ich soll jetzt hier, da mich der Wärter so unfreundlich begrüßt hat, soll ich ihn eine Abreibung verpassen und ihn und einen Donut am Seil befestigen und ihn damit eine Abreibung verpassen. So, jetzt schließe ich mal die erste Mission ab und ich soll den Fettsack platt machen. So stand es dort eben. So, dann muss ich mir jetzt aber erst einmal trainieren ein bisschen, meinen Häftling, damit er auch gegen die anderen Häftlinge eine Chance hat, falls zu irgendeinem Kampf oder so kommt. So, und jetzt muss ich hier entscheiden, ob ich eher ein Muskelprotz oder eine Verbrechergenie bin. Einmal gibt es die Stärke, Intelligenz, Pommespanzer oder Hasenhirn. Und ja, hier unten steht auch nochmal Schrittschwitzer oder ABC-Schütze. Das ist dann mein nächstes Level. So, ich glaube, ich werde jetzt aber die Stärke nehmen, weil sich die Häftlinge immer gegeneinander durchsetzen müssen. Und wenn der gut gebaut ist, dann hoffe ich mal, dass er mehr Respekt im Knast bekommt und nicht niedergemacht wird. So, jetzt trainiert er mal ein bisschen, mein Knastvogel XY. Und jetzt kommt er beim nächsten Mal zur Dönerfee. Hört sich irgendwie lustig an, okay. Ja, und dann wartet hier jetzt auch schon wieder der coole Gefängnisinsasse auf mich, der da an der Wand lehnt. Und sagt mir jetzt, genau, jetzt muss ich hier wieder Mission starten. Jetzt kommt die Donut-Mission, dass ich dem Wärter eine Lektion erteile, weil er mich so unfreundlich begrüßt hat. Und dazu muss ich in die Küche, genau. Ah, Frischfleisch, der Mr. Schrimp, der Koch in dem Gefängnis, begrüßt mich. Und jetzt schaue ich mal, ob der mir einen Donut gibt. Das hoffe ich doch mal. Das wäre sehr nett von ihm, so als Einstieg, ne? Bitte, bitte, Mr. Schrimp, könnten Sie mir einen Donut geben, schenken? Das wäre sehr lieb von Ihnen. So, die unterhalten sich jetzt ein bisschen. Jetzt fragt er hier, ob er einen Donut bekommt und er schenkt ihm einen, aber er sagt, er schuldet, also ich schulde ihm dafür was. Okay, das merke ich mir. Ich hoffe, das wird nichts Schlimmes sein. Ja, und jetzt gehe ich mal hier zurück. Wieder auf den Gefängnishof. Jetzt brauche ich noch eine Schnur. Das muss ich mal gucken. Hier rumstecke. In der Wäscherei gucke ich jetzt nach einem Seil, wo ich meinen Donut dranhängen kann, damit ich den Wärter verarschen kann. Besser gesagt, übers Ohr hauen kann. So, und hier in dem alten Sock, in dem alten Sack mit Socken habe ich was gefunden. Ist ein bisschen ekelhaft, sagt er. Das stimmt. Zwischen so alten Socken da irgendwie ein Seil rauszuholen und den an den Donut zu binden. Naja. Aber der Wärter weiß es ja nicht. Außerdem will ich ihm ja sowieso eine Abreibung verpassen, da stört das ja keinen. So, jetzt muss ich noch kurz warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Also ihr seht, es geht relativ schnell hier alles. Abschließen und jetzt gucke ich mal. Jetzt fehlt noch das Handtuch für deinen Plan. Geh in der Dusche Plunder sammeln. Okay, das muss ich hier machen. Dann gehe ich doch mal in die Dusche und sammle Plunder. Oh, die sieht aber auch sehr hygienisch aus, die Dusche, mit dem grün-braunen Boden. Ich hoffe, das sieht bei denen nicht auch so, also irgendwie zu Hause so aus. Das ist sehr eklig. So, dann gehe ich jetzt hier wieder zu meinem Freund zurück.
Und dann geht's los. Petri Heil. Ich hoffe, das klappt. Das wäre echt cool. Mission starten. Mal abwarten, was passiert. So, hier ist mein Donut mit dem ekligen Sockenseil. Was ist das denn? Der Fettsack, der wird sich bestimmt... Ja, Fettsack. Also Fettsack hat ihn übrigens mein Häftling getauft, nicht ich, ne? Du entkommst mir nicht. Ja, hoffentlich beißt er an. Ich hoffe es. Komm schon. Es muss einfach klappen. Ich habe da wahrscheinlich nur eine Chance. Bam. Okay, mein Häftling hat ihm gerade noch eine Klobrille über den Kopf gezogen. Und auf seinem Kopf befindet sich jetzt braunes Zeug. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Ich kann es mir schon vorstellen. Ja, sehr eklig. Also der hat auf jeden Fall eine Abreibung bekommen. Mit der Klobrille um den Hals. Das sieht echt lustig aus. Dem habe ich es gegeben. So, dann habe ich jetzt hier. Heute ist dein Glückstag. Wegen guter Führung darfst du heute den einzigen Computer im Knast benutzen. Natürlich schaust du gleich bei Facebook rein. Nein, das mache ich nicht. Ja, also jetzt zumindest nicht. Und erzählst deinen Freunden dort von Knastvögel. Als Belohnung kannst du dir... Ja, hier. Diese Masken, die sind übrigens sehr typisch für den Alcatraz-Knast. Oh, ich bin jetzt schon im zweiten Level. Da spiele ich doch mal weiter. Also Trakt 2 nennt sich das hier. Nicht Level 1, Level 2, sondern Trakt 1 und Trakt 2. Und frohe Weihnachten. Hier kommt noch so ein sehr sympathischer junger Mann im Weihnachtskostüm. Und sagt mir hier, dass ich so ein Weihnachtsspecial habe. Das möchte ich jetzt aber nicht. So, ich schaue mich jetzt mal allgemein um. Hier gibt es noch eine Zockerbude, wo ich ein bisschen Minispiele mir anschauen kann. Die ganze heiße Ware von draußen. Auf dem Schwarzmarkt kann ich gehen. Also so ganz böse Jungs. Ja, hier Händler, Zelle, Sammeln, Trainieren, Missionen, Hof. Also hier findet man alles Mögliche, was man zum Spielen braucht. Deine nächste Mission. Hier kann man sich noch einen Bonus holen. Hier kann man sich ausloggen, falls man das möchte jetzt. Mache ich aber nicht. Inventar öffnen. Genau, wenn man nicht irgendwie Plunder oder sowas gesammelt habe. So, dann gehe ich jetzt mal hier wieder auf meinen Freund zurück und schau mal, was er für eine nächste Mission für mich hat. Jetzt habe ich schon... Oh, super, das hat sich doch gelohnt, meine Abreibung. Jetzt habe ich eine neue Zelle bekommen, nicht mehr so eine gammelige wie davor. Die sieht schon etwas besser aus, sogar hier mit einer nackten Frau an der Wand auf dem Poster. Das gefällt meinem Häftling bestimmt. So, und jetzt ist hier Bruno. Karlchen hier hat mir von deinen Methoden erzählt. Kaum ein Ding gedreht, schon das Maul aufreißen. Okay, also er hat wahrscheinlich Wind bekommen von meiner Aktion mit dem Wärter. So, mal schauen. Quatsch, 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 bla bla bla. wir sehen uns in der Kantine, okay. Hier ist übrigens die Währung, also ist nicht nur Geld hier oben, wie ihr seht, sondern auch Zigaretten. Also es wird im Knast mit Zigaretten gehandelt. Das finde ich auch mal sehr außergewöhnlich. Das ist... okay, gut. Hier könnte ich es noch verschnellern hier, meine Mission. Aber das mache ich jetzt nicht. Das kostet nämlich auch hier von diesem Geld, was ich aber auch gar nicht habe, noch nicht. Und dann schließe ich die Mission ab. So. Jetzt muss ich noch Plunder sammeln gehen, weiteren Plunder für meine nächste Mission. Dann sammle ich das doch mal. Hier, da drauf drücken. Okay. Erneut einsammeln, nochmal vielleicht. Oder? Nee, hier kann ich drauf gehen. Ja, da kann ich sammeln. Dann hier kriege ich immer mit so einem X angezeigt auf der Karte, wo ich Plunder sammeln kann. Das kann ich übrigens, wie ihr seht, auch nicht immer, sondern da muss ich dann immer einen Moment warten, bis ich das wieder kann. Das wird mir dann da angezeigt. Also 10 Minuten oder so muss ich dann warten. Aber es geht ja relativ schnell. So, nochmal sammeln. Hier kann ich noch sammeln im Hof. Plunder sammeln. Zack. Okay. So. Mal schauen. Jetzt. Oh, hier gibt es noch so ein... Hier steht Alpha mal auf dem Gefängnishof. Ein Weihnachtsschlitten rum. Wahrscheinlich wegen dem Weihnachtsspecial. So, und hier kämpfen auch schon welche. Hier unten, da, der eine, der Verdrescher, der liegt auf dem Boden. Nee, das ist der, der da oben steht. Auf jeden Fall liegt da einer auf dem Boden. Hier gibt es noch den Händler. Und jetzt gehe ich nochmal hier zu meinen Missionen. Schaue mir meine nächste Mission an. Dazu muss ich in die Kantine. Ja, ein Geschäftsessen ist meine nächste Mission, okay. Ja, die habe ich jetzt gestartet, dann gehe ich in die Kantine und, da ist wieder der Mr. Shrimp, der mir vorhin den Donut geschenkt hat.
Und jetzt soll ich hier den Dicken da drüben fragen. Also die nennen den alle irgendwie Dicken oder Fett, sagt den Wärter. Also sind alle sehr freundlich, wie ihr hört. Der Umgangston im Knast ist also sehr rau. Aber das habe ich mir auch eigentlich gar nicht anders vorgestellt, weil da sind ja nur harte Jungs drin, die Verbrechen begangen haben. Ja. Meiner sieht jetzt zwar noch etwas dünn aus mit seinen Oberarmen im Gegensatz zum Bruno. Aber ich denke, das wird noch, wenn ich den ein bisschen weiter trainiere. So, und hier. Genau, Bruno, der Boss hat er. Also das ist der Boss. Der hat den Namen nicht umsonst, sagt er mir hier. Und ihm gefällt, dass ich den Wärter so verarscht habe. Also den Schließer nennen die den hier. Okay, und jetzt will er mir noch was erzählen. Jetzt gibt er mir eine neue Mission. Abschließen erstmal. Oh, jetzt habe ich schon eine Auszeichnung erhalten. Kein Job zu schwer, Auszeichnung ansehen. Das gucke ich mir mal an. Cool, okay. Also ich bekomme hier keine Pokale oder irgendwas, wenn ich was erfolgreich gemeistert habe, sondern immer ein Tattoo. Also irgendwann bin ich dann, wenn ich, keine Ahnung, in Level 20 bin, bin ich voller Tätowierung. Also das finde ich immer eine coole Idee. Das gefällt mir richtig gut. Vor allem, also ich als Tattoo-Fan finde das natürlich super, wenn mein Häftling auch noch tätowiert ist. Also das finde ich eine richtig coole Idee. Und dann kann ich hier, ich gucke jetzt mal, was es da noch so gibt. Dann kann ich noch Sachen basteln. Inventar finde ich hier auch. Dein Häftling kann ich mir anschauen. Also mein Häftling, besser gesagt. Und seine Fähigkeiten. So, dann schließe ich das Ganze mal. Und ich denke, der Talentscout. Was macht der denn da? Okay, dann muss ich in Facebook und bla bla bla. Ja, also ich denke, das reicht jetzt mal als kleiner Einblick in dieses coole Browser-Game Knastvögel. Und wenn ihr das jetzt auch mal spielen möchtet, dann müsst ihr einfach hier unten links auf den Spiel-Starten-Button drücken und ihr gelangt dann direkt zur Spieleseite. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Spiel. Eure Miri. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.